Das Lager Building Walls, Breaking Walls ist eine Zusammenarbeit von unserem Verein mit der Organisation aus Irland, aus dem Süden, Cork, wo gleichzeitig Teilnehmer aus Cork und aus dem Norden von Irland, aus Belfast, Katholiken und Protestanten hierher bringt. Gleichzeitig mit denen haben wir eine Organisation aus dem Süden von Israel, aus der Wüste, aus dem Kibbutz Lotan. Da kommt eine Leiterin mit 4 jugendlichen Frauen und Männern hierher, auch an Trockenmauern. Und gleichzeitig haben wir aus Ost-Jerusalem eine palästinensische Organisation, Yad Biyad, die mit einer Leiterin und 4 Palästinenser hierher kommt. Alle die Länder, alle die Teilnehmer, die haben Erfahrung daheim mit Mauern, mit Grenzen, die Kulturen voneinander trennen, auf Abstand halten. Hier bringen wir sie zusammen und die gemeinsam eine neue Mauer bauen, die aber gleichzeitig aus Brückenbauer dient, für die verschiedenen Kulturen miteinander neu zu verbinden. Heard about the project, my expectations were that we will talk about the Israeli-Palestine conflict, and I was a little nervous about that because I didn't want it to be a heavy trip. Like, I wanted to have fun in Switzerland, but now that I'm here 2 days, it's more like learning about each other as humans and connecting as people. Doesn't matter where we from. My name is Feyruz Abed. I'm from Palestine, Hebron, West Bank. It's really good. I met new people. We talked about different cultures and everything. It was really, really good. And then we went to the wall and we built some, we cleared the wall. We cleared it. And it was really good. The builders were good. The Swiss people, they're all really nice. Je m'appelle Salomé et puis je viens de Fribourg, donc en Suisse. Et puis c'est la deuxième fois que je participe à un projet interculturel comme ça. J'étais en mai en Israël, au Kibbutz Lotan, et puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis pour moi c'était le gros voyage, alors je me suis dit que pour les Israéliens et puis les Palestiniens et les Irlandais, ce serait le gros voyage de venir en Suisse. Alors c'est pour ça que je me suis dit que j'allais refaire le projet dans les montagnes ici. Hello, my name is Dee Farrell. I'm from Belfast, Northern Ireland. First day on the wall and it's very, very hard going. The sun is shining, it's very stressful, very hard. You're sweating loads. Great time here with all the different cultures, everybody working together, helping each other out, getting the work done. So yeah, it's good stuff. Meine Erfahrungen vom letzten Jahr sind, dass die Jugendlichen, wie eigentlich die meisten Menschen, die noch nie in Kontakt sind mit Trockensteinmauern, zuerst mal kommen und denken, ja, also, biegen wir mal die Steine hier aufeinander. Und ziemlich klein merken sie, dass das nicht so einfach ist und dass es gewisse technische Anforderungen gibt, die man muss lernen muss, gewisse Regeln gibt, die man muss lernen muss. Und merken, also es ist nachher sehr spannend zu sehen, wer von ihnen dass es wirklich packt. Für mich ist es spannend zu sehen, wie sich die Jugendlichen manchmal selber motivieren. Und wie sie umgehen mit dem Wetter. Wir hatten Jahre, die sehr nass war. Und es war sehr spannend für uns, die gedacht haben, das wird ganz schwierig mit ihnen, zu merken, dass sie das eigentlich noch eben lustig gefunden haben. Und durch das eine Naturerfahrung gemacht, die sie eigentlich sehr zusammengeschweißt hat. Und es kommen jeden Tag Leute vorbei, Wanderer vorbei, jetzt bei diesem Wetter sehr viel. Und jeder,
Und jede, die vorbeiläuft, ausnahmslos, hat Freude und sagt, das ist also eine gute Sache, die ihr macht. Da sehen wir den Naturschutzaspekt und da sehen wir den Aspekt von Verbindung mit Jugendlichen hier arbeiten. So, tonight's the Swiss night and we use some, we cook some fondue. The project comes as a really important one for my people because, again, we don't have a good chance to get to know other culture there because we're taken by our own daily life and conflict and problems. We don't hear much about Switzerland and Ireland, for example. We knew nothing about the conflict in Ireland and we didn't know about how it goes in Switzerland. We know that they are clean, they have cows and they are rich. That's what we knew. So we have discussions, you know, deep discussions with the group around barriers and borders, both physical ones and invisible ones. And we discuss the necessity for those and the problems caused and how we can move away from having these. I already believe in peace and being nice and tolerant to other cultures, but I feel like I gained new friends from that I wouldn't have met without this project. But when I came here, I thought we weren't gonna sit in the same table, we weren't gonna talk to each other. It's just good morning. Yeah. But it was really different. It was actually the opposite. I was made to see just one story and one story straight. I was just feeling sorry for Palestinians and supporting Palestine, and Israelis were made to be the worst people in the world, big time. But as everyone's not the same, so in my views now, the people I've met, I still keep in touch with friends. It's opened my views so much on the different cultures, and now I really respect both sides of their culture. I like the hat, yes, it's okay. I wear this one in hot countries.